Mein Name ist Franz Xaver, ich bin von der Gruppe Donautik. Das Schiff stammt ursprünglich von Holland. Das Schiff ist importiert worden 2005. Das Schiff ist benannt nach einem österreichischen Medienkünstler, der in Holland in Amsterdam lebte und irgendwie 2001 gestorben ist und mit der Stadtwerkstatt Linz viel zu tun hatte und irgendwie hier auch arbeitete. Dieses Schiff steht für unseren Arbeitsbereich. Donautik ist ein zusammengesetztes Wort von Nautik und Donau und bedeutet so viel, dass wir irgendwie auf die Donau wollen und diese Donau, die Wasserfläche, anders nutzen. Der Prozess, den wir in Linz verfolgen, ist, dass wir am Wasser arbeiten wollen. Nicht nur Freizeitkapitäne sind, sondern auch irgendwie wirklich irgendwie kulturell arbeiten wollen, mehr Leben auf das Wasser bringen wollen. Das Schiff ist da gestrandet, weil wir irgendwie versuchen, mit mehreren Schiffen so eine Art Insel, so eine Art irgendwie eine Hausbootkolonie in Linz zu machen. Ja, mit so einem Schiff, da beginnt es dann schon, dass man drinnen wohnen kann, drinnen irgendwie kochen kann, drinnen schlafen kann, drinnen seine Texte schreiben kann. Man ist isoliert, man ist irgendwie weg vom Land und man kann auch in Linz auf der Donau in internationalen Gewässern ankern und ein bisschen Freiheit schnuppern. Die Situation ist die, dass Linz sehr viel Hafengelände hat, verhältnismäßig viel von der ganzen Donau. Ich glaube, das ist die Stadt, die auch im letzten Krieg irgendwie ausgewählt wurde, um da ein großer Umschlagplatz für die Industrie zu werden. Deswegen sind die Hafenflächen da. Und deswegen bin ich auch in Linz, weil man hier auch natürlich viel machen kann mit den ganzen Wasserflächen. Diese Flächen sollen teilweise jetzt verlandet werden. Ja. Verlandung heißt einfach, das Hafenbecken zuzuschütten und den Baugrund zu verkaufen. Das bietet uns natürlich die Möglichkeit, dass wir jetzt irgendwie Alternativen aufzeigen, was man anstatt einer Landung noch machen könnte. In Linz gibt es die Stadtwerkstatt und es gibt die Künstlergruppe Times Up. Beide haben eine Außenstelle auf dem Wasser gegründet. Die Times Up, die Gruppe heißt Duba und bei der Stadtwerkstatt ist es eben die Donautik. Das ist eine sehr lose Gruppe und es soll was Neues entstehen. Ja? Es soll nicht in die alten Kanäle der Kultur Schiene, also die ist ja verlandet, die ist ja am Land bestehenden Netzwerke von Kultur sein. Ja. Es soll ganz was Neues entstehen. Ja. Vernetzung hat mit der globalen Globalisierung natürlich sehr viel zu tun, ja. Mit der globalen Welt. Wasser hat natürlich mit Inseln zu tun, mit Inseln, die man rausnehmen kann aus dieser Globalisierung. Und von diesen Inseln aus kann man erst die Globalisierung richtig betrachten. Wenn man innerhalb der Globalisierung, innerhalb des Systems steckt, kann man das System nie erkennen. Und deswegen wollen wir aufs Wasser und auf Inseln begeben, um die Globalisierung und die ganze Vernetzung erkennen zu können. Man kann natürlich in die Stadtwerkstatt marschieren. Wir haben auch so eine Art Clubschiff, auf dem kann man wohnen. Das ist ein bisschen was Größeres, das ist eine Steganlage. Da können auch Schiffe andocken, fremde Schiffe, die können auch dort übernachten. Auf diesem Schiff gibt es auch eine Gastwohnung. Die wird auch irgendwie an einem Künstler vergeben immer. Und das passiert circa 4-5 Mal im Jahr. Zu 14 Tagen kommt eine Gastkünstlerin oder ein Gastkünstler und die arbeiten dort auf dem Boot. Ja.